Auch wenn jetzt hier nicht alles mit Holz ausgefüllt werden müsste, ich mach's jetzt einfach. Ja, und ich wollte gerade sagen, hier die ganzen von den Kurven noch quasi. Ja, was soll ich da groß machen? Da wird halt einfach nur ausgeleuchteter Hohlraum bleiben, nicht zugänglich. So. Ich denke mal, so werde ich das machen. Und ich wollte die Tür dahin packen. Habe ich. Ich habe die Tür da oben hier nicht hingepackt. Habe ich vier... Ach, Quatsch. Ich bin ja schon viel zu weit oben wieder. So. Mein XP und das da. Eigentlich müsste ich das hier alles auch noch schon auskleiden, aber... Was soll's. Es wird schon so gehen. So. Dann, ja genau, muss ich überall noch den Boden mit so. Ja, das mal hinmachen dann. Ansonsten haben wir das soweit. Die Samen können weg. Das packe ich auch erstmal dahin. Ansonsten brauche ich nichts weiter hier lassen. So. Ja, toll. Habe ich gerade hingemacht, kann ich gleich wieder wegreißen. Da kommt nämlich das hin. Ah ja, Gott sei Dank halten Leitern ja wenigstens auf. Wasser auf. Ist ja ganz praktisch. So. Also, da weg, hin und da weg. Und hin. Und nochmal die Tür setzen. Mensch. Voll Déjà-vu. Ah, Mist, muss ich ja sowieso dann alles hier rundherum auch nochmal so machen. Na egal. Was sein muss, muss sein. Ja gut, hier, das kann Holz bleiben. Bei Wegen und so. Ne? Weißt du Bescheid. Das weg und... Ach, Quatsch. Das da weg. Okay, das Holzstück ist runtergefallen. Naja gut, sei es drum, gehen wir die Leiter in Hand. So. Auch wenn es denn jetzt vielleicht hier in dem kleinen Gang ein bisschen affig wirkt, aber... Ich will bei dem Schema jetzt bleiben und dann bleibe ich da auch. So. Und dann hier auch noch eine Runde. Und da noch. Und hier. So. Haben wir das soweit. Draußen sind ziemlich viele Viecher, finde ich gar nicht mehr so geil. Ah, und da kommt auch schon das erste an. Und das nächste. So, dann gehe ich wieder einfach nach unten. So. Puh, habt ihr nur davon. Lasst mich in Ruhe. Was mache ich jetzt hier unten? Das könnte ruhig langsamer Tag werden. Na, ich trinke mal einen Schluck. Ach Mensch, ich nehme ja schon anderthalb Stunden auf. Es ging jetzt schneller rum als erwartet. Habe ich doch länger für gebraucht als erwartet. Ja. So. Egal. Ich muss nach draußen. Ich muss mich der Gefahr stellen. Boah, im Ernst jetzt? Ich habe ihn noch halb getroffen gehabt. So, ich werde mir gleich noch ein bisschen Holz schnappen. Dann werde ich schon mal noch ein bisschen die Rundung nach oben ziehen. Okay, jetzt. Lass mich alle in Ruhe. Jetzt gehe ich nach Hause. So, das habt ihr nur davon. So. Räume ich mal ein bisschen aus. Wächter mit, Wächter mit. Das brauche ich gerade auch nicht mehr. Hm,
Das kann auch erstmal weg. Ich brauche jetzt eigentlich wirklich nur Holz. Leitern eigentlich auch nicht. Das nicht. Obwohl, die könnte ich mal mitmachen. Obwohl, ich glaube, ich nehme auch lieber Eisen noch mit. Die Erde brauche ich nicht. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen regeneriert. Jetzt kann ich mir nach draußen trauen. Na, du Spinne, willst du aufs Maul? Ja, du bist freundlich. Das ist gut. Das gefällt mir. Dann gucken wir mal nach, ob das Hühnchen was gemacht hat. Oh, es gibt ein neues Ei. Naja, so alle 5 bis 10 Minuten. Ja, okay, von mir aus, aber ich war leider nicht in der Nähe die ganze Zeit. Das ist das Ärgerliche daran. So, weg den Baum. So, das ist auch nochmal 2-3 Minütchen. Okay, ganz so lang nicht, ja. Ist schon klar. Na los. Ja, ich wackel gerade mit der Maus rum, das ist gar nicht so gut, nicht, dass ich auch wenn das Ding aus dem Target verliege, aus dem Foto, aus dem Fokus. Sprechen ist schwierig. Ja. Ja. Gleich hast du's. Sehr schön. Ja, das war ein richtig schön großer. Das ist aber ein großer gewesen. Oh ja, fast 2 Stacks. Ach, dieses Ding habe ich doch in der Hand. Fast 2 Stacks, das gefällt mir sehr gut. Damit kann ich arbeiten. So. Schneller, schneller. Na los, ich will Holz. Ganz viel Holz. So, oh, da ist meine Axt sogar flöten gegangen. Na toll. Ich hatte wirklich nur noch so wenig auf der Axt. Nee, weißt du was, da baue ich das mal kurz wieder auf. Weißt du, da buddelt der ewig da rum und dann geht die Axt trotzdem kaputt. Kacke, ey. Ja, das ist halt bei der Mod so. So. Ich hoffe mal, der akzeptiert das jetzt noch als ganzen Baum. Wer sind so wie blöd, wenn nicht? Vielleicht hätte ich das auch gar nicht aufbauen müssen, kann auch durchaus sein, aber. Na los, das geht auch noch schneller. Zumindest ein bisschen. Die Musik passt zum Regen. So ein bisschen, ja. Ja, durchaus. Jawohl. So wollte ich das sehen. Oh, ja, sehr schön. So wollte ich das sehen. So, das reicht jetzt erstmal an Holz. Ah doch, wir bauen ja wirklich langsam einen richtigen Wald auf. Ich muss das irgendwann mal noch woanders hinpacken. Da ich auch... Na okay, ich habe noch Zeit, das woanders hinzupacken. Ich meine, ich brauche hier doch noch 2-3 Folgen für die Mühle da hinten. Habe ich, ja, Schaufel habe ich mit. Nehme ich gleich mal den Weg hier weg. Da ich den, wie gesagt, dann doch hier anders mache, hier wird dann schon das Gehöft sein. Da muss ich zwar irgendwann nochmal Erde rein. Das sollte ich auch, glaube ich, gleich machen, bevor ich das dann mache, sonst vergesse ich das wieder. Das mache ich gleich, ja. Naja, ja, mach ich. Mach ich. So. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Gravel-Verlust gemacht wegen Kies, aber genau, ich habe wegen Kies Gravel-Verlust gemacht. Eindeutig, nein, wegen Flint. Ich hätte es beinahe schon wieder hier hingesetzt, das ist schlimm, schlimm. Dann da hinein. So. Nein, da nicht hin. Weder kommt jetzt. Ich hab's irgendwie geahnt. So. Es reicht sogar noch ein bisschen. Dann machen wir hier gleich nochmal den Weg weiter.
die 5 Stücken. So. Wie viele Keys habe ich denn verloren? Ganze 10 Stück. Oh. Hm. Na, okay. Da habe ich schon was davon. So, jetzt schnell das aushöhlen und dann kann ich jetzt dann wenigstens mal die Mauern schon ein bisschen hochführen. Wegen der Verzierung dann alles, das gucke ich dann wirklich dann irgendwann später mal, wenn ich... muss ich eigentlich in der nächsten Folge machen, dann muss ich ganz viel Zeugs sammeln. Na, mal gucken, vielleicht könnte ich ja auch mal eine... Dingsens-Folge machen. Oh, das reicht sogar nicht ganz. Ich dachte, ich hätte sogar ein bisschen zu viel mit, egal. Ach stimmt, ich habe die 10 Flint vergessen mit einzurechnen. Wenn ihr was mir sagen wollt, ich könnte vielleicht dann auch mal eine Zeitrafferfolge machen, wo ich dann nur Dingsens abbau. Muss ich mal gucken, ob ich dann noch irgendwie die Rucksackmotte dann wieder aufkriege. Das wäre ganz praktisch. So. Jetzt aber. Jetzt kann ich anfangen, da mal ein bisschen hochzubauen. So. Also die Rundung muss auf jeden Fall erstmal bis... Naja, wohl. Na doch, bis mindestens 81. Ja, 81. Ja. Jetzt muss ich erst wieder runterkommen. Möglichst ohne zu sterben. Oh, ist das nervig. Aber es ging noch, so. Wäre ich doch, ich wäre, obwohl 21 wäre ich wahrscheinlich genau mit einem halben Herz oder so davon gekommen. Aber besser war es so. Wer weiß, was mir alles hätte passieren können. Huch. Oh ja, also an sich schon jetzt für die Rundung werde ich ziemlich viel Holz verbrauchen. Und da muss ich mir halt einen Stil noch für die Verzierung aussuchen. Ich meine, sowas Grobes weiß ich schon, aber das ist dann wirklich nur so das Standardgezüppeln, dann die Feinarbeiten kommen dann später dazu. Da muss ich auch nochmal gucken, wie ich das bei der Mühle mache, ob ich dann oben nochmal irgendwie... okay, ich hab noch eine Idee. Das dann alles später. So. Ich überlege auch gerade, was ich dann hier für Fenster reinmache. Ob ich da auch einfach dann Gitter vorpacke, aber na, ich packe Zäune da. Mit Zäunen geht das dann, glaube ich. Mit Zäunen sollte das dann, glaube ich, gehen. So. Nein, das war eindeutig mehr als falsch. Ach, Gott sei Dank eingesammelt. Wenigstens das. So. Hier drin muss ich dann auch noch irgendwann alles richtig ausleuchten, ist klar. Aber dazu dann später mehr. Oder vielleicht mache ich es jetzt auch schon, muss ich gucken. So. Die Holzreiter könnte ich jetzt natürlich mittlerweile auch schon wieder wegnehmen, ist klar, aber... bin ich zu faul für. Auch wenn es Verschwendung ist. So. Ich denke mal, das Holz, was ich gesammelt habe, wird nicht reichen. Bin ich mir fast sicher, aber ich... Also ich versuche jetzt mal erst alles zu verbrauchen oder halt bis zu der Höhe zu kommen. Ah, okay, vielleicht reicht's doch. Ich habe ja dann nochmal 4 Stacks in dem Rohholz. Aber mal gucken. So. Und es geht immer mal rundrum und andere Richtung rundrum. Und ja, ich weiß, es ist jetzt wieder mega langweilig, deshalb habe ich gerade wieder angefangen, so einen rundrum Dummschluss zu labern. Jetzt halt nur die Wände nach oben ziehen. Ich ziehe die Wand auch auf.